Jetzt guck mal, ich gebe euch einen Hadith, Bruder, dieser Hadith. Jedes Mal, wenn ich ihn zitiere, jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, ich denke mir, du undankbarer Mensch. Yani, Abu Ali Hamza, du wirst in die Hölle landen. Junge, ich wach auf. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalq, die bevorzugte Schöpfung, der Liebling Allahs, der meistgeliebte von Jibril, alaihi salam, der letzte aller Gesandten, der bevorzugte Gesandte unter den Besten. Alle Propheten ist das der Beste. Die letzte Botschaft hatte, nach ihm kommt keine Botschaft. Alle müssen nach dieser Botschaft gehen. Mit der größten Umma. Die höchste Stufe in Jannah. Was soll ich dir noch sagen? Er steht im Gebet und bekommt Risse in seine Füße. Aisha radiallahu anha sagt, warum machst du das? Du bist der Prophet. Hat der Prophet es nötig? Hatte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es nötig, dass der so lange im Gebet steht, bis er Risse bekommt? Aisha radiallahu sagt, warum machst du es? Die ist doch alles vergeben. Warum machst du das? Du stehst in der Nacht, freiwillig, wir reden nicht von Pflichtgebeten. Freiwilliges Gebet, freiwillig. Warum machst du das? Wallahu alam, ich glaube, Kreml war Pflicht für den Propheten, aber lassen wir das außen vor. Warum stehst du aber so lange, dass du Riss in deine Füße bekommst? Warum? Was antwortet der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Jetzt kommst du mir, Schwester, warum soll ich mich bedecken? Ist doch alles gut. Der Gesandte Allah stand, bis er Risse bekam. In ein Gebet, was keine Pflicht ist. Jetzt kommt er, warum soll ich beten, Bruder? Ja, ist doch okay, bleib, übertreib nicht. Und er sagt, soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Jetzt kannst du abrechnen mit dir selber. Jetzt rechne mit dir selber ab. So hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam geantwortet. Das ist ein Hadith, Bruder, das ist authentisch. Das ist ein, und wenn wir sagen, ein Hadith ist authentisch, wie die Gelehrten des Hadith sagen, ist wie, als würdest du den Propheten vor dir sehen, und er erzählt es dir. So authentisch. Diese Wissenschaft ist so hoch. Aber die Leute, ja, kann man das glauben, Bruder, beschäftig dich doch mit dem Hadith, dann wirst du nicht diese Fragen stellen. Aber weil du dich nicht beschäftigst und du weißt über alles andere Bescheid, aber nicht über deine Religion, stellst du Dinge in Frage. Dann schreiben mir Brüder, mein Vater akzeptiert keinen Hadith von Bukhari und Muslim. Allah yahdihu, was soll ich sagen, Bruder? Möge allein recht leiten. Dann sollen sie sich hinsetzen mit Hadithwissenschaft. Siehst du, wenn du dich einmal in Hadithwissenschaft dich reinsetzt, du wirst nicht mehr reden. Wenn du hörst, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, du hörst ein Hadith sahih. Aber wenn einer dir irgendein Mist erzählt aus dem Universum, du glaubst das. Ja, keiner ist im Universum gewesen, richtig? Die sagen dir, ja, Jupiter ist so weit, die so... Ja, das ist schon, ich glaube das. Nein, Hadith, wir haben uns ja ausgemacht. Es gibt keine Wissenschaft im Hadith. Wir erzählen so Märchen, damit wir uns besser fühlen. Ganz klare Sache, Bruder. Mach jetzt Hisab mit dir selber. Eine Abrechnung mit dir selbst. Was hast du gebracht? Was hast du gebracht? Ich frage mich, wann stand ich im Gebet, dass ich Schmerzen hatte nur? Dass ich nur Fußschmerzen bekomme. Wenn der Imam mehr vorbetet an Suren, als wir die kurzen kennen, kriegen wir alle wackelige Füße. Ja, dhakir al-ashab, komm mutadiban.